jetzt gleich wieder mit einem dicken Spoiler los. Wieso trägt jeder Hinz und Kunst eine Power-Rüstung? Wieso komme ich nicht zur Tür raus? Tja, du bist gewachsen. In die Breite. So wie ich das mitbekommen habe, 20 Jahre in der Zukunft, die müssen wohl weit verbreitet sein, dass die Raider viele alte Power-Rüstungen geschnappt haben, die repariert haben und tragen die so mit. Natürlich, die stehende Bruderschaft ist da, die tragen generell ihre Power-Rüstung. Richtig, das ist es ja. In Fallout 1, 2, 3 und New Vegas hat nur die stehende Bruderschaft und die Enklave haben Power-Rüstungen getragen, sonst niemand. Tja. Und jetzt hat jeder Boss von irgendeiner Raider-Gang eine Power-Rüstung an. Na, ich habe schon bestimmt 10 Leute gefunden. Ich habe auch gesagt, bei mir nicht, dass ich das nicht glaube, dass du welche hattest. Ja, ja, aber das ist halt so. Entweder haben die richtige Power-Rüstung an, die mit T45 bis T60 habe ich schon gesehen, oder die haben diese spezielle Raider-Power-Rüstung an. Also ich hatte bisher noch diese spezielle Raider-Power-Rüstung, die sie halt sich angepasst haben. Also mein letzter, den kann ich mich noch erinnern, ich weiß gar nicht, wie der hieß, der hat einen Cowboy-Hut auf, sah ziemlich cool aus, der hatte eine T51 an. Aber das finde ich ein bisschen doof. Und ich meine, die Dinger brauchen Fusionskerne, die extrem selten sind, ne? Guck mal, die Bruderschaft muss Wagenladungen davon haben, so viel Power-Rüstung tragen die. Und wo kriegen die Raider die? Naja, dadurch, dass ich sie bei allen möglichen Händlern kaufen kann, die Fusionskerne, sind die nicht selten und ich trage momentan 34 mit mir rum. Ja, ich bin auf 18 runter, weil ich die ganze Zeit keine Quests mache. So, wollen wir eigentlich jetzt zurückgehen? Ja, ich dachte, wir wollten jetzt langsam hier anfangen hochzubringen. Aber ich habe echt keinen Plan, wo wir hier sind, ne? Wir müssen jetzt hier runter und gleich rechts. Zack, der Straße lang. Ja, ja. Also was mir gefallen hat, waren halt einfach diese typischen Fallout-Supermomente, wenn man unverhofft Dinge entdeckt, auf die man gar nicht, erwartet hat. Ja, ey, ich sag's dir, meine Entdeckung von Volt 74, damit hätte ich nie gerechnet, aber ich will's jetzt auch nicht sagen, das hast du ja nicht gesehen. Als ich jetzt das Gleisgewehr entdeckt habe, das war auch schon richtig toll, war ich super begeistert von. Ich habe schon die ganze Zeit Munition dafür gehabt und ich habe damit gerechnet, ich würde dieses Gewehr nie finden. Und dann plötzlich lag es irgendwo. Ach ja. Falls ihr, liebe Zuschauer, auch Fallout in den Kommentaren irgendwas erwähnen wollt, bitte achtet darauf, dass es keine Spoiler sind. Oder schreibt dick und fett drüber. Das ist noch ziemlich neu. Genau. Ja, meine größte Überraschung war, ich teleportiere mal zu irgendeinem Punkt, weil es der kürzeste Punkt zum Gehen war. Und da steht vor mir ein unsichtbarer Aggressor-Tron, oder wie die Dinger heißen. Muss man lang. Hier lang, ne? Und der war auch noch legendär. Und der hat so viel Schaden gemacht. Aber generell sind diese Aggressoren richtig fies. Ja, das sind die fiesesten Bots. Was ich aber sehr gut gelöst finde in Fallout 4 ist das Skillsystem. Auch wenn es eine Weile dauert, bis man das hat, was man will, aber man kann sich richtig schön individualisieren. Das stimmt auf jeden Fall. Viele meinen, es wäre zu kausalisiert. Ehrlich? Ja, zumindest was man so an manchen Kommentaren, diversen Foren liest. Viele wünschen sich das Skillsystem aus Fallout 3 wieder. Das ist doch viel. Hey, nee, hier waren wir nicht, oder? Ruine? Also, wir sind, glaube ich, übers Feld gelaufen, oder? Ah, stimmt, ja, natürlich. Zurück. Wir sind Feldweg gelaufen, dann 3 Meter Straße und wieder Feldweg. Aber das Haus da. Naja, laufen wir halt mal. Also ich finde das Skillsystem viel umfangreicher wie in Fallout 3. Da gab es ja nur die Perks und alle paar Level halt einen von den besonderen Skills. Natürlich also was cool ich denke mal eigentlich, ist wirklich schon spät. Ich habe wirklich die letzten Tage wenig geschlafen. Das macht sich gerade alles bemerkbar. Das Sprachzentrum lässt wirklich nach. Nun Fallout, die vorigen Fallout-Spiele, die waren ja nun alle vom Level-Cap her begrenzt bis Stufe 30, glaube ich, etc. Dementsprechend konnte man ja auch nicht so viel auswählen. Hier bei Fallout 4 kann man ja nun wirklich, wenn man spielt, alles freischalten an den ganzen Fähigkeiten. Ja. Aber vielleicht meinen sie das damit, dass man sich halt da noch eher entscheiden muss, was man wirklich haben möchte, was einem wichtig ist. Dass man da gezwungen ist, dass man daran denken muss, wirklich darauf zu achten, was einem wichtig ist. Hier kann man einfach das eine nehmen. Nehmen wir zum Beispiel, ich höre einfach erstmal mein Glück. Damit ich weiß, ich kann ja irgendwann später dann mal Punkte in die Fähigkeiten, die auf Glück basieren, investieren. Ich habe sie eh irgendwann alle. Ja, das stimmt. Wobei ich denke, dass auch nur diejenigen, die wirklich Fallout 4 komplett erkunden,
alle 275 Stufen freischalten werden. Also ich muss halt sagen, ich habe jetzt, ich bin quasi komplett über die ganze Map gelaufen. Habe jetzt natürlich nicht jeden Punkt erkundet, weil ich hauptsächlich auf Worlds aus war, aber ich bin wirklich fast überall gewesen. Habe eine ganze Menge Nebenquests gemacht, nur eine Handvoll Hauptquests und bin schon Level 26 und 27 oder erst, besser gesagt. Also ich bin auch heute 27 geworden. Ich habe... Waren wir hier bei Fußballfeld? Nein, wir sind komplett falsch. Verdammt. Scheiße. Ich dachte, wir finden ihn wieder hier zurück. Wo kommt denn das Fußballfeld her? Wo kommt denn der Wetterballon daher oder was das ist? Und eine Farm, hä? Wir haben uns total verlaufen. Scheiße. Lass mal in die Richtung gehen. Lass uns mal über die Farm laufen, vielleicht für meinen LKW. Ich habe Batterie und Warte mal, wir dabei. Sind doch richtig. Das ist doch hier diese eine Siedlung, die wir entdeckt haben und wo wir nicht wussten, wie die heißt. Ach verdammt, nee, vergiss es. Mein Fehler. Okay. Ja, ach, apropos, mein besonderer Moment war, also man kann in Fallout 4 nun diverse Siedlungen ja, freischalten und die auch ja, bebauen und Siedler dorthin locken. Und ich hatte dann gerade meine zweite Siedlung und bin dann per Schnellreise wieder dorthin, weil ich da noch ein paar Sachen aufbauen wollte. Und bin mitten in ein Feuergefecht mit Supermutanten geraten. Ich war total überrascht. In den ersten Sekunden habe ich gar nicht gewusst, was passiert. Und das war richtig aufregend. Also Siedlung ist auch ein schönes Thema. Das ist für mich so ein Punkt, wo ich mir noch nicht ganz einig bin, ob ich es gut finde oder nicht. Es ist toll, die Siedlungen zu befreien. Macht Spaß für den Herrn, wie auch immer er heißt, zu arbeiten dort. Von dem Minuteman. Aber andererseits, ich habe schon echt verdammt viel Arbeit, Sanctuary irgendwas zu bauen, damit es mir gefällt. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich das bei 20 anderen Siedlungen auf der Karte machen muss. Nein, danke. Och, das klappt ganz gut. Achso, kostet das alles so viel Geld, die ganzen Läden da zu bauen. Ich habe bei keinen Läden bisher gebaut. Ja, ich schon. Das gibt auch Geld, ein bisschen, aber nur. Was mich nur so ein bisschen wundert, man kann ja der Minuteman-Gesellschaft beitreten, der Bruderschaft der Mutanten, wollte ich gerade sagen, der Brotherhood of Steel. Aber das ist denn der anderen Fraktion wieder egal. Man kann allen gleichzeitig angehören und keiner achtet drauf. Das ist so ein bisschen, das stört mich so ein bisschen. Ja, du musst ja keinem sagen. Ja, du musst keinem sagen, aber die werden uns dann irgendwann vielleicht mal rausbekommen und sonst was. Ich meine, ich weiß nicht, wo wir sind. Irgendwann wird das ja vielleicht mal seine Runde ziehen. Ach, der Typ aus Vault, bla bla bla. Ach, der ist dafür tätig gewesen, für die Minutemen. Und da hätte ich schon eher so eine Art, ja, Reaktionsverhalten der verschiedenen Parteien gern gesehen. Und vor allen Dingen sind wir ja General bei den Minutemen und auch noch Ritter bei der Bruderschaft. Ja. Ne? Also zwei hohe Positionen. Also wie schnell man auch General geworden ist. Ja. Und Ritter vor allen Dingen. Ja, das war ja wohl. Der eine, dieser Drill Sergeant, doch, Power-Rüstung können nur Ritter tragen oder bist du noch lange nicht, das dauert noch ewig und dann drei Minuten später nennt dich der Chef zum Ritter. Aber wollen wir durch die Schule? Da war ja, bitte. Schon lange ich bin sehr dafür. Ich hänge wieder fest, springe mal. Springen. Was gibt's denn da? Ein Bleirohr. Dieses Flackern von den Texturen finde ich so schlimm. Ja. Ja, es ist teilweise nicht schön. Aber man hat ja gesagt, dass der Renderer... Ich habe sofort Fallout-Feeling, wenn ich... Ich wollte gerade nach Kronkorken schauen, ohne Mist. Ich bin extra schon daran vorbeigegangen und hoffe, popp, pass auf. Wo ist Munition drin? Oh Mann, du spielst mit Fallout. Ja, ich muss auch gestehen, man kam es ja 10. November. Und wie schnell ich darin 20 Stunden Spielzeit hatte und ich habe noch nicht mal dann in dem Zeitraum die Hauptquest weitergespielt. Und da sieht man schon, dass das Spiel fesselnd ist und weitaus mehr Spielzeit bringt als manch anderes Spiel für den gleichen Preis. Ja, da kannst du locker 100 Stunden. Die haben ja, glaube ich, geschrieben, an die 400 Stunden soll das Spiel haben. Boah, ja. Ehrlich? Wenn man natürlich alles, wirklich alles macht. Natürlich wird es auch diejenigen geben, die halt immer ein paar Nebenmissionen machen, sich dann aber auf die Hauptquest fixieren. Und danach vielleicht noch was machen.
Es ist ja wirklich auch bei jedem, bei diesem Spiel selbst überlassen. Das stimmt, das ist auch gut so. Und bei diesem Spiel habe ich echt wieder Lust, einfach mal alles zu erkunden, überall zu schauen. Ich hatte zeitlang immer ein paar Spiele, wo ich dann dachte, ach nee, eigentlich möchtest du das eher doch schneller schon mal so durchhaben. Den Rest möchtest du gar nicht so erkunden, weil es dir einfach gerade keinen Spaß macht. Aber Fallout 4? Psst. Ja. Das ist auch das Schöne am Fallout. Man kann einfach alles erkunden, ne? Und es gibt überall irgendwelche lustigen Sachen, die man erlebt. Ich habe zum Beispiel so eine Rennbahn gefunden, auf der die ganzen, auf der verschiedene Robotermodelle ein Wettrennen hatten. Und dann konnte man sich in ein Terminal einhacken und sie entweder selbst zerstören oder ihnen andere Parameter geben. Und ich, Depp, hab, ohne irgendwas zu machen, erstmal auf einen da geschossen. Dann sind alle von der Rennbahn auf mich drauf. Im kompletten Kommando. Und darunter war so ein Aggressor. Protektor. Und die haben ja mit mir ganz schön den Boden aufgewischt. Schön. Guck mal, hier geht's ins Englisch-Camp. Ein Elektro-Zawotsk. See you soon. 19. bis 26. Ist vorbei. Das ist das hier unten. Ja, ein Konzert. Aha. Das Schöne ist, so manche der Synchronstimmen der Siedler, die kennt man auch schon aus den anderen Fallout-Teilen. Ich werde ja, sobald ich mal ein richtiges Internet habe, Fallout auf Englisch stellen. Aber das sind jetzt zu viele Gigabyte zum Runterladen mit meiner Leitung. Das Geile ist nämlich, der Mr. Guts... Nein, wie heißt der? Ja. Handy. Der eigene, private Mr. Handy, der kann 1000 Namen aussprechen. Richtig. Und ich habe gelesen, Bob kann er auch aussprechen. Mein Charakter heißt Bob. Und dann kann er mich mit meinem eigenen Namen ansprechen. Aber leider nur im Englischen, nicht im Deutschen. Und das will ich unbedingt mal gucken, wie das so ist, wenn der Charakter mit seinem eigenen Namen angesprochen wird. Das kenne ich gar nicht so aus anderen Spielen. Das Schöne ist ja, ich habe dem guten Bob ein Screenshot eines erschossenen Roboters geschickt. Und dieser Roboter hieß, sein Name war Bob, war sein Onkel. Das war der Name des Roboters und das hat so schön gepasst. Klasse. Mal gucken, wenn ich dran denke, werde ich das mal hier anfügen, das Bild. Gleich mal aufschreiben. Ja, ne? Bob war sein Onkel. Alles klar. Gut. Oh, eine Karte. Oh, guck mal hier. Wo bist du denn noch oben? In einem der Klassenzimmer. Hier ist eine Karte von Cerno von Chernarus. Da sieht man, wo es ist, direkt unter Russland. Ach, verdammt, du bist dann doch noch ein Stockwerk tiefer. Ich komme mal runter. Ich bin, keine Ahnung. Ja, ich bin im ersten Stockwerk, glaube ich. Da. Genau da. Schau mal hier. Siehst du Tschernogorsk? Das rechts ist unser Land. Und da links ist noch so viel. Ja. Wenn die das so groß machen würden, das wäre so geil. Das ist echt schon ordentlich. Tja. Skalisti ist auch da. Interessant, ob das wirklich so richtig ist hier. Gibt es die Black Mountains? Ich weiß es nicht. Geografie ist nicht meine Stärke. Die Black Mountains, die guten Black Mountains. Ja, gibt es hier denn die Black Mountains? Ich weiß es nicht, man könnte es ja mal ergoogeln. Hier war ich schon mal. Ja, das war Folge 2. Wollen wir in Folge 3 auch noch über Fallout reden? Ich hätte ja noch einige Fragen zu Fallout. Zum Thema allgemein. Moment, schau ich mir auch Folge 3 auch noch Spoiler. Beziehungsweise Folge 5, 6, 7 wäre das ja dann. Folge 3 von dieser Aufnahmesession, meinte ich. Nummer 7. So. Ja, wo kommen wir her? Also wir kommen von hier und wir wollen nach rechts. Wir kommen von hier? Ja. Ja, wir kommen von hier. Und wir wollen nach rechts. Das ist einfach mal die... meine Annahme. So. Ja, wir wollen irgendwo nach hier. So, mein Denken zu Fallout. Also Fallout 4 wird ja nicht das letzte Fallout gewesen sein. Da werden definitiv noch einige kommen. Oder... ich hoffe es sehr. Ich auch. Also die werden... Das Spiel hat jetzt schon einige Rekorde gebrochen. Oh ja. Da werden sie sich bestimmt nicht drauf ausruhen. Aber wie gesagt,
dieses Spiel, wie du jetzt selbst gesagt hast, 200 Jahre nach Fallout 3. War das richtig? Liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen, was ihr gesehen habt. Hinterlasst uns gerne ein Abo. Wir würden uns bedanken. Und bei Anregungen und Fragen schreibt bitte in die Kommentare, was ihr wollt. Wir lesen alles und wir antworten aufs Gute. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und schaltet wieder ein. Bis dann. Tschüss.